Oma, ich habe mich schon lange auf diesen Tag gefreut. Ich auch, mein Schatz. Denn heute zeige ich dir einen ganz besonderen Ort. Bist du neugierig? Sehr. Prima. Wo sind wir, Oma? Dies ist der oberste Gerichtshof. Manche Leute nennen dies die Halle der Gerechtigkeit. Und zu Recht. Jetzt schauen wir uns die fantastische Bibliothek an, die es hier gibt. Fantastisch! So viele Bücher hast du noch nicht gesehen. Die Richter mussten all diese Bücher lesen? Diese Bücher enthalten alle Gesetze und alle Entscheidungen aller Richter. Und man kann hier nachschlagen, um zu einer möglichst gerechten Entscheidung zu gelangen. Verstehst du? Oh, schau! Das ist Aaron Barak. Das waren unsere Nachbarn. Er war Präsident des obersten Gerichtshofs. Schon als Kind träumte er davon, Gerechtigkeit in die Welt zu bringen. Hat er sich daran gehalten, als er erwachsen war? Manchmal vergessen Erwachsene die Träume, die sie als Kinder hatten. Haha, ja, mein Schatz, du hast recht. Aber er hat es nicht vergessen. Wenn man seine Lebensgeschichte kennt, dann versteht man, warum. Er hatte nämlich keine normale Kindheit. Er war ein Kind während des Holocaust. Im Holocaust? Im Zweiten Weltkrieg? Ja, als der Krieg begann, war er 5 Jahre alt. Ein kleiner Junge in der Stadt Kaunas in einem Land namens Litauen. Aber in der Schule haben wir über die Deutschen gesprochen. Ja, da hast du recht. Schau her, das ist Europa. Zuerst überfielen deutsche Soldaten das benachbarte Polen und eroberten fast alle Länder in Europa. Sie kamen auch nach Litauen. Kaunas, die Stadt, in der Aaron Barak geboren wurde, war ein Ort, an dem Juden seit vielen Jahren gelebt hatten. Sie hatten Synagogen und kulturelle Einrichtungen wie Theater. Die meisten jüdischen Kinder lernten zusammen mit ihren nichtjüdischen Nachbarn. Aarons Mutter war Lehrerin und sein Vater war Rechtsanwalt. Er half Juden bei der Einwanderung nach Palästina. Und dann, als die Nazis nach Kaunas kamen, behandelten sie die Juden sehr hart. Sie trieben alle in einen kleinen Teil der Stadt zusammen und bauten einen Zaun darum. Sie nannten es ein Ghetto. Hast du schon einmal das Wort Ghetto gehört? Ja. Im Ghetto war es überfüllt und erdrückend und es gab nichts zu essen. Man konnte sich nicht mit Freunden treffen. Es war sehr, sehr schwierig, dort zu leben. Und sie konnten nicht weglaufen? Nein, die Nazis erlaubten ihnen nicht, das Ghetto zu verlassen. Und alle hatten Angst vor ihnen. Aarons Eltern machten sich große Sorgen um ihn. Sie versteckten ihn auf dem Dachboden. Und so lebten sie im Ghetto fast 3 Jahre lang. Wo ist Aaron? Er hatte Hunger, aber es gab nichts, was ich ihm hätte geben können. Also ist er eingeschlafen. Ich habe gehört, dass die Deutschen das Ghetto liquidieren wollen. Wir müssen Aaron von hier wegbringen und an einen sicheren Ort fliehen. Wohin sollen wir gehen? Ich habe eine litauische Familie gefunden, die in einem kleinen Dorf lebt. Und die Familie ist bereit, dich und Aaron in ihrem Haus zu verstecken. Aber wie kommen wir aus dem Ghetto heraus? Durch das Tor. Durch das Tor, aber die Deutschen werden sie erwischen. Sie hatten einen Plan. Im Ghetto gab es Werkstätten, in denen Uniformen für die deutsche Armee hergestellt wurden. Jeden Morgen verließ ein Karren mit Säcken neuer Uniformen das Ghetto. Aaron, versteck dich im Sack. Und egal was passiert, ob du Lärm hörst, ob dir kalt ist, und selbst wenn du hungrig oder durstig bist, gib keinen Laut von dir. Verstehst du? Mhm.
Oh nein, Oma, wo war seine Mutter? Glücklicherweise gab es Soldaten, die sich gegen Geld bereit erklärten, wegzuschauen und sie das Ghetto verlassen ließen. Sie folgte dem Weg des Wagens und bewachte ihn aus der Ferne. Und das hat geklappt? Ja, es hat geklappt. Es gelang ihnen, die Stadt zu verlassen. Und sie erreichten ein kleines Dorf außerhalb von Kaunas und sie warfen den Sack, in dem Aaron war, auf den Hof eines Bauern. Willkommen in meinem Haus. Kommt schnell. Die Deutschen werden bald kommen, um euch zu suchen. Ihr müsst euch verstecken. Hier, legt ihr dieses Kreuz um den Hals. So wirst du wie eines der Dorfkinder aussehen und sie werden nicht vermuten, dass du Jude bist. Ich verstehe. Wenn das so ist, wirst du dich tagsüber verstecken müssen hinter der Wand, die ich im Zimmer gebaut habe. Hinter der Wand? Wie? Der Bauer hat eine Wand gebaut, die einen ohnehin schon kleinen Raum in zwei winzige Zimmer teilte. Aaron und seine Mutter versteckten sich hinter der Wand. Auf diese Weise konnte niemand, der den Raum betrat, sie sehen. Sie mussten sehr vorsichtig sein. Bitte, esst etwas. Vielen Dank. Danke für alles. Wir werden Ihnen niemals genug danken können. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Bleibt stark. Man hört, dass der Krieg bald vorbei sein wird. Wie lange haben Sie sich versteckt? Bis zum Ende des Krieges. Sie haben sich so lange dort versteckt? War das nicht gefährlich? Ja, diese mutigen Leute, die während des Krieges Juden versteckt haben, gingen ein unglaublich großes Risiko ein, weil sie nicht einfach zusehen und schweigen konnten angesichts all der Verbrechen, die die Nazis an den Juden verübt haben. Sind sie am Ende nach Hause gegangen? Als der Krieg vorbei war, gingen sie zurück nach Kaunas. Sie fanden dort Aarons Vater und sie wanderten gemeinsam nach Palästina aus. Und hier hat sich Aaron sehr gut in die Schule integriert. Und als er erwachsen war, beschloss er, Jura zu studieren. Er war ein brillanter Student und wurde schon in jungen Jahren in sehr hohe Positionen berufen. Als Richter am obersten Gerichtshof hat er sich viel mit Menschenrechten beschäftigt und auch mit dem Schutz der Demokratie in Israel. Was ist mit dem Bauern passiert, der sie versteckt hat? Aarons Mutter hat sich sehr bemüht, damit Israel den Bauern und seine Familie als Gerechte unter den Völkern anerkennt. Was bedeutet Gerechte unter den Völkern? So bezeichnen wir die Menschen, die trotz allem Juden während des Holocausts versteckt und gerettet haben. Und vor ein paar Jahren, 70 Jahre nachdem Aaron gerettet wurde, reiste er zurück nach Litauen, um die Familie des Bauern zu treffen, um ihnen nochmals zu danken. Es war ein sehr bewegendes Wiedersehen. Das ist natürlich, was meine Eltern und meine Mutter nie vergessen haben. Und das ist etwas, das ich niemals vergessen werde. Woher weißt du das alles, Oma? Wie gesagt, sie waren unsere Nachbarn. Ich kenne ihn. Willst du mit ihm sprechen? Mhm. Ich kann ihn anrufen. Hier, komm, schau. Wow, ich bin aufgeregt. Ich auch. Mit dem ehemaligen Präsidenten des obersten Gerichtshofs zu sprechen. Hallo, Tiki. Hallo, Euer Ehren. Hallo, wer ist das neben dir?
Das ist Ronny, meine liebe Enkelin. Sie hat gerade deine ganze Lebensgeschichte gehört, weißt du? Und sie möchte dich etwas fragen. Na los, frag ihn. Wie war es, eingesperrt zu sein in so einem kleinen Raum für eine so lange Zeit? Das waren keine einfachen Jahre. Zum Glück war ich noch sehr klein und ich kann mich nicht an viel erinnern. Aber es gibt zwei Dinge, die ich nie vergessen werde und ich möchte, dass auch du sie nie vergisst. Wir müssen den Staat Israel stets beschützen und nie vergessen, dass Menschlichkeit und gegenseitiger Respekt wesentliche Werte sind. Ohne sie ist das Leben nicht lebenswert. Die Leute, die mich gerettet haben, kannten mich nicht und sie haben ihre Menschlichkeit nicht aufgegeben. Und alles, was ich im Justizsystem getan habe, war von meinem Wunsch geleitet, die Menschenwürde eines jeden Menschen zu schützen. Sie haben also Ihren Traum erfüllt. Ja, das habe ich. Doch damit sich alle Menschen gegenseitig respektieren, auch wenn sie nicht der gleichen Religion oder Ethnie angehören, müssen sich du und deine Freunde mitmenschlich verhalten. Und wenn ihr das tut, wird unsere Welt ein guter Ort zum Leben sein.